Herzlich und wärmstlich willkommen zu dieser Weihnachtsrunde Red Orchestra. Naja, Weihnachtsrunde insofern, heute ist Heiligabend, früher Morgen und ich nehme jetzt auf. Ja, ich finde es sehr schön. Ich nehme jetzt einfach mal wieder auf, ich habe jetzt Lust darauf. 15. Ich glaube, das kenne ich 1942. Gardeschützen, Achtung! Diese Mission. Wir werden nicht noch mehr von Stalingrad bekommen! Wir haben ihre Offensive zum Stillstand gebracht, Tovarischi! Die Faschisten sind jetzt verzweifelt! Wir werden die Schlacht hier entscheiden! Zum Stillstand! Angreifen? Wollt ihr mich verarschen? Schon wieder derselbe Fehler wie letztes Mal. Ganz ehrlich. Ein so derart buggiges Spiel verdient es überhaupt nicht, gespielt zu werden. Gleich ist es eingenommen. Und dann müsste das Match auch schon wieder vorbei sein. Wir haben zwar diese Schlacht verloren, ja. Doch der Sieg wird uns gewonnen. Die Longhatten sollen nicht so zurückkommen. So, alle Mann mir nach. Na toll. So, damit hätte ich das wohl erledigt. So, wenn wir jetzt hier oben sind, dürfen wir das halten können. Wohingegen ich runtergehe, um die Deutschen nachher zu sehen. Der Tuki! Oh oh. Da wollte ich eigentlich nicht rein. Da kniet da ein Haufen Deutsche, die mich wirklich bemerkt haben. So, jetzt bin ich im Besitz eines deutschen MG34 und einer PPSH. Ha, ich habe ihn doch noch erwischt mit der letzten Kugel. Ja, so kann ich die Mission eigentlich gewinnen. Noch eine Minute durchhalten. Ich habe auch den Tipp bekommen, ja, benutzt doch mal die Taktik. Lass am Anfang die Leute in Deckung stehen bleiben und dann schickt sie gezielt vorwärts. Ja, das kann man durchaus auch tun, aber wenn man doch schon unendlich viel Verstärkung immer wieder hinterher bekommt, dann kann man auch so lange die KI gegen die Verteidigung anrennen lassen, bis es funktioniert. Ich habe ihn getroffen. Der Nähere war zum Glück auf Nahkampfdistanz getriggert worden. Dadurch hat er den anderen daran gehindert zu schießen, weil er ja in den Weg gerannt ist. So, 4 Leute sind noch übrig, 17 Sekunden. Ne? Acht Sekunden. Es sind auch nicht viele Deutsche da. Hey, die Zeit ist abgelaufen. Nein. Das soll jetzt ein schlechter Witz sein. Nein!
Das soll jetzt ein sauschlechter Witz sein. Nein, das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Der Fritz hat diesen Sieg verdient. Nee. Das ist jetzt ein sehr, sehr schlechter Witz. So mit dieser Mission los. Mission neu starten. Lad nach! Shit. Erwischt. Diese Mission ist echt nervenaufreibend. Wo sind meine Truppen? Auf den Punkt haben wir verloren, ohne auch nur die Chance auf Verteidigung zu haben. Vorne sind die Russen, definitiv. Und wo? Ach, ich versuche jetzt jeden Punkt wirklich zu halten, mit Hilfe von Befehlen. Los! Hä? Jetzt sind wir schon wieder hier. Schon wieder, ey. Immer wieder. Folgt mir, los! Tempo, Tovarishi! So, sämtliche Kämpfe. Los, Tempo, Tovarishi! Wenn du mit dem MG gerne stehen bleiben willst, macht mir das gar nichts aus. Das Magazin war leer, so bin ich klar. Granate!
10 ist noch halb voll. Reicht also noch für ein gutes Dutzend Deutscher. Und wo ich da erschossen wurde, weiß ich nicht. Nein, das war auch nicht möglich, mich wirklich... Du MG-Schütze willst mich verarschen, oder? Und jetzt kannst du den Eingang noch super sehen. Jetzt strömen die Deutschen darüber natürlich ein. Verdammt, von wo? Oh, jetzt können wir das Gebiet langsam wieder zurück einnehmen. 7 Sekunden müssen wir nur noch verteidigen. 3, 2, 1. Sieg! Ja! Wir alle! Ha! Yes! Endlich! Da! Das war eine schwere Wut, aber sau! Oh! Geil! Yes! Ah! Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch auch das, was ich gerade hatte. Ja, frohe Weihnachten euch allen. Der Bahnhof steht in Flammen. Wände und Stahl sind geborsten. Doch unser Volk kämpft weiter. Bis zum Abend ist es den Deutschen noch immer nicht gelungen, das Gebäude zu erobern. Die Kämpfe in der Nagelfabrik ebben für kurze Zeit ab. Nur um dann umso erbitterter wieder auszubrechen. Im Nahkampf erweisen sich Messer, Spaten und Gewehrkolben als äußerst praktisch. Leutnant Anton Dragan, 13. Gardeschützenregiment.